Hallo, hier sind wieder Patrick und Christian von AKA. Hallo zusammen. Und in diesem Video geht es um ein, ja, ich denke mal, sehr wichtiges, interessantes Produkt von uns, den Gelfilter. Erste klassische Frage, was ist der Gelfilter? So wie der Name es schon sagt, ist unser Gelfilter, unser Filterstarter auf Gelbasis. Er enthält auch einen kleinen Teil lebender Bakterien und sorgt praktisch dafür, dass das Filtermaterial bzw. der Filter sofort gestartet ist. Okay, heißt nach Neustart, also bei einem Neustart, nach einer Reinigung, genau. Damit sich eben dieser Bakterienfilm nicht aufbauen muss erst. Habe ich alles aus der Flasche. Er bildet praktisch diesen Biofilm in den Filtermedien, wie man es praktisch kennt. Zum Beispiel jetzt beim Hamburger Mattenfilter. Hamburger Mattenfilter braucht immer sehr lange, so sage ich mal 4 bis 6 Wochen, bis er biologisch aktiv ist. Wenn ich jetzt diese Matte praktisch mit dem Gelfilter leicht bestreiche oder mit Tupfen bedecke, ist praktisch dieser Filter sofort biologisch aktiv. Also beginnt sofort mit der Arbeit und ist auch leistungsfähiger. Er ist auf jeden Fall leistungsfähiger, weil man muss sich immer so vorstellen, man hat ein neues Filtermaterial, impft dieses Filtermaterial nicht an und gibt Bakterien, jetzt zum Beispiel wie Special Blend oder Night Out ins Aquarium hinzu. Diese Bakterien laufen dann durch den Filter durch und kommen am anderen Ende wieder raus, weil dieses Filtermaterial im Grunde zu neu ist. Und unser Gelfilter macht dann praktisch einen Biofilm auf diesen Filtermedien. Die Bakterien laufen durch und bleiben da praktisch wie in einer Magneten innen drin hängen. Okay, das Ganze natürlich auch sehr effektiv, führt dazu, dass die mechanische Filterung gar nicht mehr so viel machen muss. Heißt, dauert länger, bis er verschmutzt? Es dauert auf jeden Fall länger, bis er verschmutzt, weil die nützlichen Bakterien sind da, wo man es ja eigentlich haben will, im Filter und verrichten da praktisch ihre Arbeit und bauen dann praktisch die ganzen Mulm, Schadstoffe etc. alles ab. Bedeutet weniger Aufwand. Wie immer die Devise, lasst das Produkt für euch arbeiten. Die Reinigungsintervalle verzögern sich halt, sage ich mal, jetzt vom Filter. Es hat sehr viele Vorteile. Und deutlich bei vielen deutlich, Filtern. Deutlich, ja. Ne? Genau. Und deswegen auch Gel. Einziges Produkt mit Gel. Hört ihr, wenn ihr dran schüttelt. Damit ich es eben gezielt anwenden kann. Genau, es sollte gezielt angewendet werden, jetzt zum Beispiel auf Filtermatten. Auf Filtermatten trägt man das am besten so in Zickzacklinien oder Punkten auf. Man muss es auf jeden Fall nicht vollflächig auftragen. Wenn man dann anders Filtermedien hat, jetzt zum Beispiel wie Keramikringe oder so, gibt man die Keramikringe am besten in eine Schüssel, tut ein bisschen von diesem Gelfilter dann oben drauf, mengt das Ganze mal durch, lässt es vielleicht 2-3 Minuten stehen, dass das dann praktisch einzieht und gibt es dann in seinen Filter. Also ganz wichtige Info, nicht vollflächig aufbringen. Es reicht Tupfen, Zickzacklinien wählen, welches Muster ihr auch bevorzugt. Hier kommt natürlich auch immer die Frage, ihr wisst von unseren Produkten, es steht immer drauf eine Dosierung mit genauen Milliliterangaben meistens. Wie sieht es jetzt hier aus? Hier habe ich natürlich drauf mit Linien oder Punkten, aber die Kunden fragen oft die Menge. Es hängt halt immer auch vom Filtermedium her ab. Wie gesagt, wenn ich jetzt eine Filtermatte habe, 50 auf 50 Zentimeter, brauche ich natürlich mehr wie für ein kleines Filterschwammstück mit 10 auf 10 Zentimeter. Aber wie gesagt, es langt dann wirklich leicht in Linien oder in Punkten auftragen. Ja. Also hier kann man es einfach nicht pauschal sagen. Das kommt auf eure Filtermedien an, wo ihr es verwenden möchtet. Und davon ist es abhängig. Genau. Ja, Frage noch, wie oft brauche ich es? Also im Grunde, wenn ich einen Filter starte oder wenn ich Filtermedien wechsle, dann sollte ich eigentlich immer unser Filtergel dann verwenden. Okay, also ich muss es nicht zwischendrin nachdosieren, sondern quasi, wenn ihr sauber macht oder ein sauberes Filtermedium habt, dann damit animpfen sozusagen. Und dann kann ich vielleicht noch zum Saubermachen, wenn man allgemein immer Filter reinigt oder so, nie die Filtermedien, sage ich jetzt mal, unter Wasser, schlimmsten Fall unter heißem Wasser reinigen. Vielleicht immer sich einen Eimer bereitstellen, wo ein bisschen Aquariumwasser mit innen drin ist und die Filtermedien dann am besten darin auswaschen bzw. ausschwenken oder ausdrücken und dann wieder in den Filter zurücksetzen. Okay, ja, eine Frage noch zur Lagerung. Ich denke mal, wie eigentlich alle unsere Produkte bis auf unser Night Out 2 bei Zimmertemperatur? Ganz normal bei Zimmertemperatur lagern. Wie gesagt, wenn es im Sommer ein bisschen zu warm wird im Sommer, dann auch gerne an einem kühleren Ort. Okay, aber ansonsten muss nicht in den Kühlschrank. Es muss nicht in den Kühlschrank. Okay, perfekt. Ja, würde uns freuen, wenn ihr es mal ausprobiert. Ist wirklich ein geniales Produkt. Erspart euch viel Aufwand. Und Arbeit. Genau, man sieht die Ergebnisse.
ja, bleibt mehr Zeit, um ins Aquarium reinzugucken und zu genießen. Genau. Ansonsten, wenn ihr Fragen dazu oder zu weiteren Produkten habt, bitte einfach Social Media Kanälen melden. Wir sind eigentlich rund um die Uhr erreichbar. Per E-Mail, per Telefon natürlich auch jederzeit gerne bei Fragen. Und ansonsten sagen wir danke für euer Zusehen und bis zum nächsten Mal.